Gestern hat sich Thomas Hitzlsperger als homosexuell geoutet. Ich habe ja schon zugehört, eigentlich was ganz Normales, aber komischerweise im Fußball ist es nicht normal. Warum ist es beim Fußball nicht normal? Ja, da kann man natürlich wahrscheinlich sehr lange über diskutieren und über reden, aber für mich persönlich, ich finde das etwas ganz Normales, dass er sich geoutet hat. Ja, prima und sehr gut, aber ich glaube, jetzt, wenn ich das so um mich herum höre, so das zwei, drei Tage und heute Morgen auch im Fernsehen, da sind dann drei, vier Leute, die da über diskutieren, dann denke ich, ja, was gibt es zu diskutieren? Ich meine, er hat sich geoutet und Schluss. Ich kann mir jetzt auch outen, dass ich heterosexuell bin. Eigentlich ist das genau das Gleiche, ob du hetero oder homosexuell, für mich ist das völlig das Gleiche. Aber wenn ein junger Spieler zu dir kommen würde, du bist gefahren, soll ich mich outen, soll ich mich nicht outen? Ist das einfach die Angst vor dem Publikum, dass man bei Auswärtsspielen von den Deppen ausgepfiffen wird oder dass man beleidigt wird? Ist das deshalb ein Risiko? Ja, deswegen sage ich, da kann man natürlich sehr lange über diskutieren und ja, es bleibt, glaube ich, auch kompliziert. Sehr, das bleibt es auch wahrscheinlich. Aber eigentlich ist das auch sehr schade, weil ich meine, ob du hetero oder homosexuell bist, ich meine, das ist etwas auch Menschliches. Das hat auch eigentlich nichts mit Sport zu tun. Und von daher finde ich, ja, aber wer bin ich? Ich finde es etwas ganz Normales und ja. Das sieht man auch oft bei jungen Spielern, jungen Talente. Die können alle gut Fußball spielen, aber deswegen ist er jetzt auch, wo er ist. Und ja, er ist einfach ein super Athlet.